So, hallo und damit heiße ich euch mal wieder ganz herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play Omnisie 2, der Omnibus Simulator. Ja, ihr werdet euch fragen, warum. Ja, auch schon wieder mal. Ja, für mich ist die letzte Aufnahme schon ein ganzes Stückchen her. Für euch natürlich nicht, aber da kann man nichts machen. Das sind einfach so Probleme, die hat man nun mal einfach. Ja, wir werden jetzt fahren, wie ihr vielleicht auch schon sehen könnt, die Linie 1. Und da heute weder ich großartig viel Zeit habe, noch habt ihr wahrscheinlich Lust, mir irgendwie ewig lang beim sinnlosen Quatschen zuzusehen, habe ich den Bus einfach schon mal aufgerüstet. Und zwar, was haben wir hier für ein schönes Schätzchen? Den Bus, denke ich, dürfte jeder kennen. Das ist der gute C2. Der hat jetzt auch eine Soundmod von Morphe bekommen. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal als Anlass genommen, um einfach mal zu fahren. Wir fahren die Void-Variante, die bin ich noch nie gefahren. Ich bin einmal ganz kurz die ZF-Variante gefahren, mehr aber auch nicht. Ja, ich schäme mich eigentlich schon dafür. Und genau, die Linie 1, die bin ich auch noch nicht abgefahren, sondern nur mal abgeflogen, so frei wie ein Vögelchen. Ja, und die Phase sollten wir vielleicht gleich wieder ablegen, weil es ist ein seriöses Vorstellungsvideo. Genau, das ist das Repaint hier für den C2, wie ihr schon sehen könnt. Gefällt mir, muss ich sagen, echt gut, weil es ist bisher eigentlich nur ein Testfahrzeug hier. Auf der Map soll auch nur eins sein, ist auch nur im Testverkehr quasi zu finden. Und da wir eh Test fahren, ist es in Ordnung. Aber was mich noch ganz kurz stört, ja, ich kenne mich, wie gesagt, mit Repaint nicht aus, aber das sehe ich, dass das seltsam aussieht. Also da könnte mal so der Stern hin und es gibt ja auch schon viele Sterne, die man einfach so draufklatschen kann. Also, naja. Ich hoffe aber, ich habe nichts vergessen, denn heute bin ich irgendwie ein bisschen kürzer angebunden als sonst. Mal kurz alles durchstappen, habe ich auch noch nicht gemacht. Dann können wir hier ein bisschen Lüftung reinmachen. Ich habe auch schon alles gemacht, so von wegen Fenster auf und Heizung an und das können wir wieder ausmachen. Ich hoffe mal, das ist die Temperatur. Okay, es wird kälter. Dann mache ich vielleicht mal ganz kurz die Standheizung an. Ich mache mir noch mal ganz kurz die Standheizung. Dann mache ich halt nicht ganz kurz die Standheizung an. Nee, ist okay, ich komme damit klar. Auf jeden Fall, ja, können wir verkaufen eigentlich Fahrkarten? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir können es auch gar nicht anmelden. Das ist mein Problem. Was tun wir dann? Was tun wir und nicht lügen? Wir können uns vielleicht trotzdem Versuche anmelden. Auch ohne Umlaufnummer. Ich probiere es einfach mal gerade aus. Daran habe ich nicht gedacht. Mach einfach mal ganz kurz. 5, 4, 3, 4, 1. So viel zum Thema. Ja, ich wollte nicht viel Zeit am Anfang verlieren. Aber nochmal neu aufzunehmen. Ist auch gerade zu blöde. Beeil dich mal. 2, 0, 0, 6, 7, 3. So. Umlaufnummer haben wir keine. Ja, ich habe gemerkt, dass ich keine habe, wa? Robert, so, jetzt können wir trotzdem Fahrkarten verkaufen. Einwandfrei. Und ja, ich muss sagen, das, was ich an Rezensionen vom Soundboard gehört habe, hat mir eigentlich wirklich zugesagt. Also ich habe mich gefreut, dass da, ja, der Bus wieder eine einigermaßen brauchbare Physik hat. Also er hat mal nicht die Physikstunden geschwänzt. Warte mal, können wir hier noch ein bisschen weiter aufmachen, damit wir auch was sehen. Was mich halt irgendwie noch ein bisschen stört, sind die Perspektiven. Aber wie gesagt, das soll hier gar nicht Thema sein. Aber was mir auch nochmal ganz kurz auffällt, in Bezug auf die Map, der Entry Point, ja gut, wir haben den auch irgendwie gescheit so darunter setzt, weil ich glaube, kein Busfahrer hält so. Das wäre auf Dauer nicht unbedingt so gut für die Stoßdämpfer und deswegen, sitze ich gerade seltsam und komme nicht richtig hin. Also auf jeden Fall, der Bus bewegt sich wieder so, wie er sich bewegen soll. Dies heißt, es steht uns nichts im Wege, mit die Linie 1 zu fahren. Wir fahren vom ZOB, wo wir gerade sind, zu irgendeiner Siedlung. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe mich, wie gesagt, nicht wirklich vorbereitet und ich fahre es auch gerade zum ersten Mal. Das heißt, das, was ich sehe, das sehe ich halt, und was ich nicht sehe, das sehe ich halt nicht. Das ist ein bisschen schade, aber naja. Oder Kollege dreht sich. Guckst du mal nach die Pfad da und so, ne? Ja, kenne ich schon von einigen Maps. Wo haben wir denn die Linie 1? Ganz vorne, oder? Ach, hier, nee, da haben wir die Linie 1. So. Einmal rein hier. Und soweit ich gelesen habe, soll das auch die Linie sein, die normalerweise nur mit Gelenkbussen bedient wird. Hab ich natürlich, wie ihr seht, nicht drauf gehört. Naja, aber ich will einfach mal den Soundmod auch mal fahren, weil, ja, ich höre zwar eh selber nicht viel davon. Ehrlich gesagt, gar nichts. Und, okay, ich habe die Euromod nicht installiert. Das heißt, ich schau mal kurz und bin gleich wieder da. So, hallo, willkommen zurück. Ja, wie gesagt, das Problem lag am Euromod. Ich habe es schon gleich vermutet. Denn die Map benötigt den GCW Euromod, also vom GCW. Und genau, da ich den halt nicht installiert habe, habe ich einfach mal ganz kurz den von
den von BZW aus Hamburg reingehauen. Jetzt hätten wir noch 2 und 1. Wunderbar. Hallo. Erstmal ganz kurz den Hamburg-Euromod reingehauen. Das sehen ja, die Scheine finde ich auch ganz annehmbar ausgefallen. Ja, gut, dann hätten wir. Nee, da war nichts drin. Schade. 2, 5, 2, 1. War das alles? Wow, Kopfrechen-Skills over 9000. Der Burner. Also, wie gesagt, kein Fehler der Map, sondern einfach ein Fehler von mir, weil ich einen Euromod nicht installiert habe. Stand ja auch in der Installationsanleitung, aber naja. Professionelles Let's Play und so kennt er ja. Weil wir sollten. Was mache ich jetzt wieder falsch? Okay, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich weiß ja nicht genau was, aber ich habe was falsch gemacht. Juhu. Auf jeden Fall fahren wir da vorne rechts rum, wie ich sehen kann. Höchstwahrscheinlich, ja. Und da haben wir eine Busampel. Und, ja gut. Ganz kurze Idee bezüglich Verkehrsführung und sowas. Eine Haltelinie ist bei sowas eigentlich relativ sinnvoll, also dass du irgendwie kurz vor die Ampel so eine Haltelinie machst. Weil ansonsten heißt es immer in der Sichtlinie anhalten und das will man ja hier eigentlich nicht. Das heißt, machst du einfach irgendwie so eine fette Haltelinie hin, wie deine Ampel ist. Dann sieht auch jeder Depp, dass er da anhalten muss und ja, dann wäre es noch etwas straßenverkehrsordnungskonformer. Ja, so hieß das Wort, glaube ich, so. Da vorne müssen wir mal wieder geradeaus, genau. Und hier natürlich mal wieder ein bisschen aufpassen, weil da ist eine Bus. Und ja, man sollte Busse vielleicht nicht unbedingt umfahren, aber hey. So. Und wir warten auf die grüne Ampel. Also wie gesagt, den ZOB, den haben wir ja... Okay, ich wollte gerade was zeigen, aber... Nee, ist okay, liebe Ampel. Wollte nämlich gerade sagen, dass wir den ZOB eigentlich schon gesehen haben. Hätte ihn nochmal ganz kurz von oben gezeigt, weil wir jetzt irgendwie Herbst eingestellt haben, aber... Naja... Wollte ich mal schauen, wie denn die Map bei Herbst so aussieht. Yay. Und wie die Map aussieht, wenn man nur eine Nachbarkachel lädt. Aber ich muss sagen, die Performance ist echt klasse. Also ich habe jetzt halt eine Nachbarkachel eingestellt, weil... Ja. Ich immer so zwischen ein und zwei Nachbarkacheln springe. Und hier wären zwar zwei sinnvoll gewesen, weil vor allem auch die Performance echt klasse ist. Wir rollen los. Man sollte vielleicht erst Tür aufdrücken und dann von der Bremse runtergehen. Aber... Das ist wahrscheinlich bloß so eine Idee von mir. Also wie wir auch sehen schon... Wie wir auch schon sehen können, ich wollte sagen... 30... 50... 1 und 2, bitteschön. Haben wir andere Ticketpreise? Das liegt zum einen daran, dass wir natürlich theoretisch mit Euro fahren oder mit Euro fahren sollten, weil die Map drauf ausgelegt ist. Und zum anderen, weil wir auch im Prinzip ganz eigene Tickettexturen haben. Die sehen wir natürlich in dem Bus nicht. Ich kann ja mal schauen, ob man die vielleicht irgendwie, ob ich mal einen Bus einschieben kann, wo ich die auch ganz kurz zeigen kann. Boah, sprechen ist schwierig. Und da hängen die Autos auch wieder ein kleines bisschen tief. Aber, wir müssen rechts. Genau, weil es fährt hier auch, soweit ich gesehen habe, eine Expresslinie. Und die fährt halt nicht so kleine, popelige Schlenker ab. Also die fährt, glaube ich, relativ konstant zu unserer Linie. Aber da ich vom Linienkonzept noch nicht so arg viel mitbekommen habe... Lass ich da einfach mal größere Mutmaßungen sein und zeig einfach mal das und sag einfach mal das, von dem ich weiß, was so ist. Und ja, hier sind wir auf jeden Fall im Hauptpostamt, soweit ich weiß, genau. Und da fehlt auch noch, wie wir auch gleich im weiteren Verlauf sehen werden, da fehlt noch so ein kleines bisschen die Beschriftung an den Haltestellenschildern. Liegt daran, da ich auch gelesen habe, dass die Linie quasi jetzt als... letztes gebaut worden ist und somit fehlen es im Prinzip da an der Haltestelle und auch irgendwie hier vorne, deswegen war ich zuerst verwirrt. Hier steht nämlich unsere Linie gar nicht dran und auch in den weiteren Haltestellen gehe ich mal davon aus, dass sie das nicht tun und das verwirrt mich natürlich im ersten Moment so ein bisschen, gerade wenn wir noch keinen Fahrplan haben und ja, man sucht sich da ein bisschen den Wolf mit den Hilfspfeilen, aber im Endeffekt findet man sich zurecht und es ist eine Beta und da soll man ja auch solche Fehler aufdecken. Boah, schlimm heute. Aber für die Busampel grün, wenn sie grün werden soll. Das ist eigentlich ganz praktisch. So. Hui, einmal rum hier. Und den Teil, den kennen wir ja auch quasi schon. Aus der letzten Folge sind wir da im Prinzip vorbeigefahren. Haben noch so einen kleinen Schlenker durch die Altstadt gedreht. Das kennen wir soweit. So, da vorne fehlt ein Hilfspfeil. Dass wir da links rum müssen, aber das ist eigentlich klar, aber trotzdem ist ein Hilfspfeil eigentlich ganz sinnvoll. Einfach damit man weiß, aber ich glaube, der wurde auch gar nicht mutwillig weggelassen, sondern einfach nur vergessen. Genau, da müssen wir nämlich rein und da fehlt er halt. Aber wir können es nochmal ganz kurz die Außensicht auf den Bus gönnen, weil, ja, ich muss auch sagen, thematisch gefällt mir das Repaint sehr gut. Einfach, weil es halt nicht so 1:1 Stadtwerke sind, sondern einfach ein bisschen Testbus-mäßig. Gefällt mir echt gut.
Und so fahrgastmäßig haben wir jetzt eigentlich auch noch kein Problem dafür, dass es eigentlich eine Gelenkbuslinie sein sollte. Aber wie gesagt, das kann alles noch kommen. Und die Fahrpläne und sowas, alles, was damit zusammenhängt, sowas wie Busstop-Würfel und das Gedöns, was man alles schon kennt, das kommt alles erst noch, deswegen lässt sich da gerade noch keine Wertung erkennen. So, da vorne einmal rechts rum. Sicht nach da. Ja, falsch rum. Ja, war klar. Wie könnte ich einmal die Sicht richtig steuern? It is impossible. Und wenn dann auch hier so quasi an den Stellen, wo eigentlich keine Autos fahren, sondern bloß Busse. Wenn dann später auch hier ein bisschen Busverkehr ist, sieht es auch ein bisschen belebter aus. Denn es ist nicht so, wie es jetzt gerade ist. So ein bisschen, oh, naja. Dann sehen wir auch ein bisschen Busverkehr, dann wird es alles ein bisschen spannender hier. Und was sagt Hallo. Der zur Instandhaltung? Geht diesmal wieder an. Hallo. Ja, Hallo. Jetzt zickt sie nicht mehr rum, das ist eigentlich ganz praktisch. Eine Kurzstrecke. Einmal Kurzstrecke für die Dame. Das macht 1,20. Das wären dann 30, 50, 2 und 1. Bitteschön. Noch jemand? Nö. Also Fahrschein, Verkaufsanzahl, würde ich sagen, in einem akzeptablen Rahmen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Gefällt mir ganz gut. Dann da vorne die quasi die dreispurige Hauptstraße, die kennen wir auch schon. Und es ist grün, das heißt, wir beeilen uns ein klein wenig. Wollen wir die ganzen grünen Phasen verpassen, wie ich ja schon am Anfang gemeint habe. Ich habe nicht ewig Zeit, deswegen, naja, etwas zügiger heute. Ja. Ist einfach so. Und ich hätte vielleicht die Spur wechseln sollen. Über einmal anhalten, da kann man ganz kurz mal von oben drauf schauen, denn... Ja genau, gerade an so einer Stelle, wenn man quasi sieht hier vorne, parkt auf der rechten Spur Autos. Dann kann man hier sagen, man arbeitet mit Straßenmarkierung. Das heißt, man setzt hier einfach nur so einen Rechtsabbiegerpfeil, damit auch, ja... Jeder weiß, hier kann man wirklich nur rechts abbiegen und alles andere geht einfach nicht. Der Kollege fährt uns... Nein, der Smart-Kollege fährt uns nicht rein. Da muss ich auch gerade so beim ersten Fahren ein bisschen besser zurechtfinden. Ich denke, wenn man es häufiger fährt, dann geht es alles. Aber gerade so beim ersten Mal und die ersten paar Fahrten ist es doch ganz gut. Und auch in Bezug auf Straßenverkehrsordnung und sowas, ja, wäre es nicht schlecht, da so ein paar Dinge zu haben, ne? Was haben wir da vorne? Viel Verkehr. Genau, da rechts haben wir den Betriebshof, den haben wir auch schon angeschaut. Den Bereich, den kennen wir wie gesagt alle. Und bald, ich habe ein, zwei Haltestellen noch am Zoo vorbei und dann entfernen wir uns auch langsam aus dem bekannten Bereich und treten ein in neue Gefilde. Ja, ja. Ja, kommen wir einfach mal ran hier. Tür auf. Dankeschön. Hallo. Hallo. Guten Tag. Da kommt nichts. Nö, jetzt sehen wir nämlich den Spiel nicht mehr standardmäßig. Das heißt, wir müssen immer bis nach links schauen, aber naja. Aber das Ding geht gerade auch im Anfahren richtig ab. Also muss ich echt schauen, dass ich nicht so kräftig aufs Gas trete, wie ich das sonst normalerweise kenne. Naja. Und Schaltverhalten finde ich immer noch ein bisschen seltsam, aber naja. Es ist der Bus und das ist einfach so. Das soll doch gar nicht Thema sein. Schalte mal. Hallo? Bus? Ja, dein Bus schalte. Dankeschön. Ein Fahrzeug, das drehen wir wieder ein kleines Röntchen über den Zoo. Oh, es ist lieblich, der schöne Tiergarten. Ich hätte früher bremsen sollen. Die fahren mir gerade aber nicht alle rein, oder? Nein, so wie es aussieht, fahren die alle noch. So, jetzt aber mal. Ja, man kommt sehr zügig vom Fleck. Meine Fahrskills sind heute am besten mal nicht zu bewerten, also irgendwie ist heute ein bisschen schwierig. Und dann natürlich gerade so eine schöne anspruchsvolle Stelle wie hier kommt natürlich wie gerufen, gar keine Frage. So, aber passt, denke ich, von der Breite her. Und auch gelenkbusmäßig soll es nicht wesentlich anspruchsvoller sein. Dürfte, denke ich, auch alles so ganz gut klappen, ne? So, Pfälzheim Zoo. Da wir doch keine Ansagen haben, müssen wir es einfach mal so erledigen. Naja. Und mal ganz kurz einen Blick auf das Haltestellenschild. Ja gut, da fehlen mir immer noch drauf. Also wie gesagt, habe ich ja vorher schon mal erwähnt. Muss man einfach mal draufschreiben, dann passt es, denke ich, soweit. Jetzt können wir, denke ich, auch mal die Standheizung ausmachen.
Ja. Hallo. Reicht eigentlich. Fahrgäste Hallo. Reicht. So. Aber ich denke, wenn sie schon so ein tolles, neues, modernes Gefährt haben, dann müssen sie natürlich auch die Vorteile im tollen Lüftungssystem ausnutzen. Oh, ein Auto. Ein einzelnes Auto. Solange es nur einzelne sind, die hier durchfahren, passt es, denke ich. Wieder etwas konzentrieren, da durchzupassen. Geht aber, ja. Dann dürfen wir da vorne wieder nach links. Genau, wir kamen von rechts und fahren nach links. Das macht Sinn. Und dann brechen wir, wie gesagt, bald auf neue Gefilde. Die Fahrzeit beträgt, soweit ich das gesehen habe, laut Angabe, also wie gesagt, es gibt halt noch keinen Fahrplan, beträgt laut Angabe um die 25 Minuten. Ich hoffe einfach mal, dass sie das so in zwei Folgen hinbekommen. Weil wie gesagt, viel mehr Zeit hätte ich auch gar nicht. Leute, was ist heute los? Ich krieg irgendwie gar nichts mehr auf der Kette, das ist... Naja. Das wird aber wieder besser, wobei, ich weiß es nicht. Ah, der Bus, der schießt los. Was hat denn der für einen Motor? Naja. Daran muss ich mich vielleicht erst nur gewöhnen. Und vor allem, ich höre auch echt nichts. Naja. Die bremsen alle ab. Was ist denn da vorne los? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ach, unsere schön angelegte Haltestelle. Das gefällt mir echt gut, das Stück hier. Also die Haltestelle gefällt mir sehr, sehr gut. Wir passen auch gut rein. Okay, sagte er und fuhr gegen den Bordstein. Wobei, es ist relativ eng. Warte mal. Schauen wir uns das einmal ganz kurz von außen an. Hallo. Ja, passt aber soweit. Also, denke ich, kommt mal vorbei. Die Autos kommen vorbei. Wir kommen vorbei. Passt alles. Und natürlich ist jetzt die Busampel rot. Und hier fahren wir ziemlich geradeaus. Also, wir kamen mit der Linie 6 hier raus. Kann man aber ganz kurz anschauen, für die, die es nicht gesehen haben. Wir kamen aus der Richtung und haben im Prinzip die Serpentin hinter uns gelassen. Und oh, das ist aber ordentlich, was man in Höhe zurücklegt. Aber jo, warum nicht? Und wir fahren jetzt hier ein bisschen auf der Geraden rum, haben nicht allzu viel Berg. Deswegen auch hier ein bisschen stadtbusmäßiger unterwegs. So.